In Bruck an der Leitha erstrahlte auch in diesem Jahr wieder einer der schönsten Adventsmärkte der Region. Das Rathaus und der Hauptplatz boten den zahlreichen Besuchern eine Vielzahl von Höhepunkten zum Bewundern und Genießen. Der Markt erfüllte alle Erwartungen an einen traditionellen Weihnachtsmarkt mit Ofenkartoffeln, Punsch, Maroni und einer Vielzahl von weihnachtlichen Geschenkideen, Dekorationen und Kunsthandwerk. Der gute Adventmarkt macht meiner Meinung nach aus, dass viele unterschiedliche Sachen angeboten werden, von Basteln bis Selbstgestricktes oder auch Kulinarisches. Ich glaube, in dieser Art und Weise ist vieles abgedeckt für alle Menschen, für Jung und Alt. Es wächst auch immer ein bisschen und es ist vom Handgemachten, von den Kleinigkeiten, die unsere Lebenshilfe zum Beispiel in Bruck produziert hat, in der Werkstätte, genauso wie die Hobbybastler, die Krippenbauer. Es sind frische Naschigkeiten sozusagen, natürlich vor Ort, aber auch das Deftige findet seinen Platz und natürlich die Weihnachtspunschangebote und der Glühwein natürlich, selbstverständlich. Also, mitten in der Stadt ist natürlich sehr vorteilhaft für alle Menschen, wenn sie daher hereinkommen. Also ich denke, dass das ein idealer Ort ist für die Stadt selber und das kein Wunder ist, dass so viele Leute herkommen. Renate Bogensberger, die Organisatorin des Bruck Advents, bereitete sich monatelang intensiv vor, um sicherzustellen, dass der Adventmarkt im Stadtzentrum erfolgreich wird. Die Anton Stadler Musikschule trug musikalisch zur weihnachtlichen Atmosphäre bei, sowohl bei der Eröffnung als auch im Rathaussitzungssaal als Teil des Kulturprogramms. Ich glaube, es ist sehr heimelig hier und die Brucker gehen gern fort, auch die von der Umgebung. Und ich glaube, wir machen es recht gut mit dem Innenhof. Das ist ein bisschen geschützt, so, wenn das Wetter nicht so passt. Und der Hauptplatz dazu, das schöne Rathaus. Ja, das Wichtige ist hier, dass hier klein und groß die Möglichkeit hat, sich zu erfreuen. Alleine jetzt mit dem Rentier und mit dem Schlitten oder auch für Erwachsene kulinarisch oder aber auch Punsch und heurigen Wein bekommt man auch hier oder ein Bier und grundsätzlich ist für die Erwachsenen gesorgt und aber auch für die Kinder. Im Rathausinnenhof zog der Brucker Advent sowohl groß als auch klein an. Zahlreiche regionale Aussteller präsentierten handgefertigte Produkte wie Honig, Käse, Wildspezialitäten, Marmeladen, Kekse, Holzdeko, Naturkosmetik, Bücher und kreative Werke. Mir gefällt es persönlich sehr gut, denn meine Großeltern sind in Bruck und ein Teil meiner Verwandtschaft. Und es ist schön, dass ich so viele Gesichter sehe, die ich schon lange nicht gesehen habe. Es ist eigentlich die einzige Möglichkeit noch, dass ich hier heute oder das am Wochenende Verwandte und Bekannte sehe. Ja, es ist immer sehr gut, natürlich in der Öffentlichkeit zu stehen, präsent zu sein, dass man sich zeigt. Es ist aber auch für unsere Kinder und Jugendlichen, speziell beim Maroni-Strand, natürlich immer wieder ein Highlight, wo sie dann die Maronis verkaufen können. Das gefällt einem immer sehr gut. Ja, ich kann eigentlich gar nicht sagen, wie lang schon dieser Adventmarkt stattfindet. Gehört ganz einfach zu Weihnachten und ist ein Fixpunkt in Bruck. Was sind denn Ihre persönlichen Highlights hier auf dem Adventmarkt in diesem Jahr? Ein Highlight insofern, weil ich als ehemaliger Bürgermeister sehr entspannt dahergehen kann. Ich bin nicht mehr verantwortlich für die Organisation, wie das der Gerhard Weil jetzt ist. Dafür beneide ich ihn nicht. Insofern ist es gut und geht mir gut und bin sehr gern da. Die erfolgreiche Veranstaltung wurde zum beliebten Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft, die sich in festlicher Atmosphäre auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen konnte. Ich denke, dass jeder Adventmarkt in dieser Zeit etwas ist, wo die Menschen sich treffen, wo sie miteinander plaudern, wo sie etwas trinken, einen Punsch oder was. Und Bruck ist sicher von der Tradition her, ich glaube, die haben den 12. oder den 13. schon, von der Tradition her sicher gewachsen. Und aufgrund der großen Einwohnerzahl in Bruck ist es sicher ein großer Vorteil, dass hier im Hauptplatz ein Adventmarkt stattfindet, mit sehr vielen Angeboten, mit sehr vielen Möglichkeiten. Und natürlich aber nur begrenzt auf 4-5 Tage. Und ich glaube, dass das ganz gut ist und dass hier die Menschen durchaus bereit sind, auch herzukommen und ein bisschen was zum Kaufen. Es ist ein Treffpunkt. Man freut sich, dass sich die Leute zusammenkommen.
Und ja, was gibt es Schöneres als bei einem schönen Wetter, so wie heute, ein bisschen kalt ist und dann warmen Punsch zu trinken? Man kommt zusammen, man trifft sich, man plaudert vielleicht ein bisschen und schon langsam geht's los mit der Stimmung in Richtung Weihnachten. Wir haben es auch ein bisschen anders gruppiert und ich glaube, das macht schon was her. Also die Leute können herumschlendern und ich glaube, das ist recht nett.